Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Abaca, live aus Berlin und ich bin heute wieder für euch unterwegs im Mariendorf, der Bezirk Berlins, den niemand kennt. Und da ist nämlich heute hier das deutsch-amerikanische Volksfest und wir gehen heute auf den Rummel. Und mit wir meine ich nicht nur mich und meine Wenigkeit, sondern auch noch ganz, ganz viele süße Freunde und Freundinnen von mir, zum Beispiel Ryan Stetten. Was soll ich sagen? Eine Stimme? Oh. Ja, Markus. Hi. Und schön. Destiny Drescher. Ich mag Butter. Und da sind noch drei Männer. Drei richtige Männer. Die machen auch noch mit. Das sind Männer. Ihr seid Begleitschutz und Biertrinker. Ihr tragt Taschen und. Ja, also die Handtaschenträger. Guck mal. Ist das, ach, wir lieben unsere Männer. So, los geht's, Leute. Hopp. Achso, wir müssen eintreten. Achso, okay. Ach, gibt's hier keine Gästeliste? Gibt's hier keine Gästeliste? Wir suchen es mal. Wir stehen auf der Gästeliste. Gibt es hier eine Gästeliste? Nein, es gibt keine Gästeliste. Dann bezahlen wir auch. Okay. Kleinen Moment. Ach, guck mal, da kommt man sich gleich vor wie in Miami, wenn man hier so vorsteht. Guck mal hier. Könnte man gleich meinen, man ist verreist. Falls wir unsere Haare heute verlieren sollen, ja. Hat Margot gerade gefunden. Ja, es gibt Ersatzfrisuren. Es gibt Ersatzfrisuren. Und zwar zeige ich euch die mal kurz. Kommt mal kurz mit. Aber da sind so Ersatz. Da sind so. Hallo. Du hast schöne Haare hier. Guck mal. Ach, da gibt es auch Frisuren im Becher. So, wir jetzt mal kurz. Erstmal eine Wurst gegessen. Nee, die Drescherin ist irgendwas anderes. Ein Steak oder was? Autoscooter ist ja nicht so meins. Und da war dieser eine Typ, der arbeitet da bei dem Autoscooter und der hat uns gehasst. Der hatte so ganz blutunterlaufene Augen und der sah aus wie Lord Voldemort auf vier Autoscooterrädern. Und der hat uns immer angebufft die ganze Zeit, weil der uns so doof fand. Wenn man mit Destiny Drescher auf den Rummel geht, dann will die eigentlich gar keine Fahrgeschäfte fahren, sondern die ist nur dabei, Dinge zu kaufen. Ich habe Durst. Ja, Durst hat sie jetzt. So, wir fahren jetzt gleich los. Wir sind jetzt hier drin. Ja. Die erste Feuerprobe ist jetzt bestanden. Wie war es denn mit eurem Haar? Warte mal ganz kurz. Kurzes Resümee, wie geht das mit Zweithaar und Karussellfahren? Also ich würde sagen, wir sind jetzt frisch durchgevisiert. Ja, aber ist noch alles dran. Und du auch mit deinen langen Haaren? Dadurch, dass ich echtes Haar habe. Ja. So, da vorne ist jetzt die Geisterbahn. Ich kann nicht meine Familie wiedersehen. Ach so, ach da. Also das Schlimme ist ja, dass ich wahnsinnig schreckhaft bin. Drescher, das wird lustig. Ja? Aber meistens sind ja so Geisterbahnen mega langweilig. Freut ihr euch alle? Ja! Super. Das war viel gruseliger, als ich gedacht habe. Hab ich mich erschreckt? Margot hat gerade gesagt, dass der Mann ohne Zähne, der da arbeitet, er hat zu Margot gesagt, sie ist heute die Schönste des Tages. Und Ryan auch. Und Ryan auch. Aber dazu müsst ihr wissen, dass der auch in der Geisterbahn ist. Ja! Komm mal, hallo! Ein super Schuss. Da sieht man halt einfach mal wieder Travestie macht bogenschießerisch. Margot, ja. Du hast dir einen Kackhaufen gewünscht. Ne? Ich hab mir einen Kackhaufen. Zeig mal deinen Kackhaufen. Ich hab Kacke gemacht. Ja, genau. Ich hab einen kleinen Kackhaufen. Ja, wir gewinnen ja auch nur Scheiße. Es hat mich gerade ein kleines Mädchen gefragt: Bist du ein Junge? Ich hab gesagt: Manchmal. Wir sind jetzt gerade in so einem Fall. Da gehst du mal vor. Ich soll vorgehen. Ja. Warte mal. Vorgehen.
Achso, warte mal. Nicht, dass hier irgendwas... Ah, okay, siehst du mal, weil hier ist nämlich schon... Warte mal. Was ist das denn? Nein, das bewegt sich nur irgendwie. So, hier ist jetzt so ein Sack. Ah, so. Ah, oh. Okay. Hier ist falsch. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Hier. Ach so, hier durch die Fettshaming-Zentrale. Warte. Wer soll mich denn jetzt benutzen? Hat dir das gefallen, das Haus, das Labyrinth? Ja, du bist sehr nah an meinem Gesicht dran. Ja? So, warte mal. Hier ist ein super süßer Springbrunnen. Ist der süß? Ist der süß, der Springbrunnen? Ich muss ja auch sagen, so Hobbys haben und Freizeit ist wahnsinnig anstrengend auf Dauer. Machst du denn da? Ich mach das trocken, bevor ich... Oh. Guck mal, Margot geht jetzt fressen. Guck mal, hier ist die Freiheitsstatue. Und die Freiheitsstatue ist nämlich ganz nuttig, weil ihr müsst euch die mal von hinten angucken. Ein selten beachtetes Detail. Das ist nämlich eine Originalnachbildung aus der von New York. Misogyn nenne ich sowas. Das ist doch alles misogyn. Klausi, sag mal, fährst du mit mir Kettenkarussell? Unbedingt. So, wir sind jetzt gerade im Kettenkarussell. Ich muss sagen, liebe Margot, Kettenkarussell ist für mich das Allerschlimmste, weil ich immer Angst habe, dass sie reißen und dass man dann runterfällt. Das passiert sehr, sehr selten. Also es sei denn, man hat Übergewicht oder so. Ja, aber ich halte mich dann einfach bei dir fest. Ja, ich habe wirklich Angst davor. So, es geht los. Egal. Ich laufe hier erstmal noch ein bisschen mit. Ich laufe erstmal noch ein bisschen mit. Hi! Oh, das ist aber schön, Alter. Ja. Und wir testen am Rummelbesucher auch Perücken, Freunde. Ich habe jetzt für Rheinstecken die gefährlichste Achterbahn des Rummels rausgesucht. Ich habe Angst. Ja, Achtung, Achtung, bereitet euch vor. Was nimmst du denn? Stecken. Die Ente? Ich muss mich festhalten. Pass auf! Oh Gott, ich kann es gar nicht mit ansehen. Weil, pass auf! Halt dich, verdammt, halt dich fest! Ich kann es nicht sehen. So, ich möchte jetzt gerne mal wieder ein richtiges Karussell fahren. Irgendwas, wo irgendwie mal ein bisschen Action ist. So, da werden jetzt gerade Fotos gemacht mit Destiny Drescher, weil nämlich die ganzen Trollmädchen, die lieben das. Wollt ihr nicht näher dran? Ich weiß nicht. Nur wenn du möchtest, ihr möchtet. 1, 2, 3. Ja, die haben mit jedem Bild gemacht, außer mit Margot. So, guck mal hier. Und damit möchte ich gerne... So, jetzt Anmoderation. Also, hallo ihr süßen Puppis. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute... Karussell! Und zwar auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest! Also, nicht verpassen! youtube.com/JurassicaParker! Warte doch! Ach, jetzt bist du wieder da! Ja! Der hasst uns! Ja, du hasst uns! Der fährt extra mit! Nur um uns zu rammen, ja, der hasst uns. Der hasst uns, man weiß nicht genau warum. Ist ein homophober Übergriff. Weil wir so schön sind. Weil wir so schön sind. Oh, der hat echt so einen richtig bösen Gesicht auf. Gott, ich hab ein bisschen Angst. Weiß ja auch nicht genau. Marvin, wollen wir ihm alle zu dritt einen Kuss zu werfen? 1, 2, 3. Okay. Tschüss. Oder er stellt sich gerade vor. Er mit uns schläft. Ja, oder so. Der hat schon so einen leicht irrigierten Penis in der Hose gehabt.
Ich hoffe, man kann mich so noch verstehen. Vielleicht nicht ganz so dicht, Klaus. Dankeschön. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Ich finde, es war ein ganz, ganz süßer Tag heute hier auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest, heißt es, glaube ich. Heute waren mit dabei Ryan Stecken. Hey! Hey! Marit Schlenske. Hey! Und jetzt sind die Duscher. Bitte nicht so nah. Und die allerschönste von allen, ich. Und die schlankeste von allen. Bye, bye! Bye, bye. Bye. Sharing is caring.